Doch, ich seh dich nicht. Na, 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 Ach, ich Idiot. Wir müssen ja auch noch den Stream von... Ah. Wie kriege ich das denn jetzt da raus? Stream Elements. Chatbot. Chatbefehle. Ah, hallo Nilsi. So, hallo Ina. Sag mal, Nils, kannst du mal so einen Alert testen? Hallo Aleph, Moini. So ein Command, kein Alert. Hallo. Russisch lernen mit Marie. Danke, dass du da bist. Du bist eine große Hilfe. Jopi Dirka. Dirka. Hallo. Moini Enrico. Dankeschön. Danke, Aleph. Ah, toll. Jopi Dirka. So, bin ein bisschen stolz auf mich. Ich habe Commands eingerichtet auf Streamlabs. Geht's dir wieder gut? Heute habe ich tatsächlich etwas Unterleibsschmerzen, aber das ist nicht so wichtig. Also ist nicht so schlimm. Mir geht's gut. Wir werden nur eventuell nicht ganz so ewig lange machen heute. Hallo Theresa. Dafür habe ich mir ein ganz tolles Silbershampoo gekauft, falls es jemanden interessiert. Und ich überlege, ob ich heute die blaue Brille anziehe. Es sind einfach Dinge, die die Welt bewegen. Jetzt machen wir aber erstmal Musik an. Und ich weiß nicht, ob wir an dem Donut-Bild malen, also das, was wir gestern ausgepackt haben, weiß ich noch nicht. Das da. Oder an den Fingern. Einfach rich. Mit dem Silbershampoo, ja. Finde Platin-Shampoo angemessener. Hätte ich verdient? Ein bisschen laut. Hätte ich verdient, aber die Haare werden davon nicht heller. So, bin die nächsten Wochen nicht so oft dabei. Oh no, Praktikum. Das klingt ja furchtbar. Autistische Kinder, das klingt natürlich gut. Das freut mich, Aleph. So, wir müssen jetzt mal gucken. Ich bin noch nicht so strebsam heute. Ich habe aber schon zwei Kekse gegessen, also fällt das als Aktivität erstmal raus. Das wäre natürlich gut, aber ich habe auch schon überlegt, ob wir zusammen das Handy einrichten, damit man damit streamen kann, weil wir das ja auch irgendwann machen müssen. Also was heißt machen müssen, weil wir das ja dann auch irgendwann planen, vom Handy aus live zu gehen. Ah, ich weiß es noch nicht. Kann mich noch nicht so richtig entscheiden. Alle guten Kekse sind drei. Ja, aber Larry. Imagine, ich kriege Bauchweh von zu viel Keksen. Pau. Das wäre furchtbar. Wir könnten mir auch einfach ein neues Handy bestellen. Das ginge auch. So, was wollen wir davon am liebsten machen?
Finger malen, Donut malen oder das neue Handy bestellen. Ich weiß es nicht. Schwierig, schwierig. Ich schick dir mein altes. Ich hätte doch so gern das 23. Aber nur weil ich so neuen Handykack immer so mag. Hallo Tammy. Ich würde meins in Zahlung geben. Oh. Es gibt nicht zu viele Kekse. Doch, zu viele Kekse auf einmal versauen den Keks von morgen. Wenn ich jetzt zu viele Oreo-Kekse esse, dann werde ich nachher keinen essen wollen. Und das wäre scheiße. Das wäre tragisch. Gutes Aushalten. Danke schön. Ja, da, wir kommen durch. Wir kommen durch. Ich glaube, wir malen einfach ein bisschen Finger. Da muss ich nichts umbauen. Obwohl ich auch... Muss ich lernen mit Marie. El Rico. Marie. Hier noch ein Keks. Privet. Hallo. Danke. Siehst du, von den Keksen wird einem wenigstens nicht schlecht. Del Rico, der liebt mich. Der will nicht, dass ich kotzen muss vor Keksen. Ein Geburtstagsständchen. Das will der nicht, glaub mir. Aber alles Gute, Zweitältester. Hoch sollst du leben. Tralalalala. Tralalalalala. Du bist bestimmt ein Knorke-Typ. 18. Das ist immer grausam, wenn die so alt werden, ne? Lass es mal lieber. Also, werd ruhig noch älter, keine Frage, aber sag keinem Bescheid. So. Wir könnten natürlich... Schwierig. Wenn ihr nicht da wärt, würde ich mich jetzt einfach noch so 2 Stunden vor der Arbeit drücken. Und dann denken, ach, das lohnt sich eh nicht mehr. Was soll der Geiz? Moini. Ey, Jakob, Moini. Du bist ja auch da. Und ich habe überhaupt keine cringe Instagram-Story gemacht, dass ich live gehe. Oh. Vielleicht lassen wir die auch lieber weg. Ich glaube, dadurch kommen ohnehin nicht mehr Leute. So. Ich weiß nicht, was man da für eine scheiß Story macht. Ich hasse das. Ich hasse das. Wir machen einfach das hier. Ich poste einfach das Video von gestern und schreibe es mir weitermalen. Das ist gut, oder? Hallo Marlon, RP-Streamer. Hi Blutmod. Das machen wir. Wir posten einfach das Video von gestern. Jetzt muss ich auch noch auf YouTube hochladen. So, warte. Oh, stimmt. Geburtstagsständchen. Da hast du ein Geburtstagsständchen. Konstanze, hallo. Konstanze, ich hoffe, der Gerhard ist nicht enttäuscht, dass ich gestern so ignorant schon fast war. Ich war nicht so aufmerksam im Chat gestern. So, wir schreiben, wir malen weiter. Also eigentlich macht ihr ja nichts, ich mal weiter, aber gut. Ich erfahre es vom Discord. Ach ja, wild. Ich glaube, da bist du der Erste. Dir auch? Wie war es gestern beim Zahnarzt? Hat alles geklappt? Lief das gut?
Warte, was wollte ich jetzt noch einstellen? Was wollte ich machen? Damit du dich nicht vor der Arbeit drückst, ja, unter anderem. Hä, ich wollte doch gerade noch irgendwas machen. Über was wollen wir heute sprechen? Was malst du dabei? Also über was wir sprechen, das müsst ihr euch aussuchen. Und ich male die Himbeerfinger dabei. Hi Max, moini. Ach, ich wollte das Video noch freigeben. Jetzt. Gleichfalls. Un caluavo. Mit Maris. Ich liebe dich. Ja, Tibia Le Blue. Das stimmt sogar. Nein, Himbeer, nicht Erdbeer. Nils. 349, du bist so ein Pisser. Mach das nicht, ist viel zu viel. So, warte. Exportieren. Vielen Dank, Nils. Russisch lernen. Maris. Mama, reich mir doch bitte den Käse. Wasser sie, Patronspresse. Nils MCML XXX von Me Gifted at hier 1 Sub. Du bist ganz schön blöd, Nils. They have given 350 Gift Subs in the channel. So. Du bist ganz schön doof. Danke. Blödmann. Blödmann. Aber ja, ihr habt recht, wir sind hier, damit ich arbeite. Weil ich sonst nicht arbeite. Jetzt passt es. Meine Mutter passt jetzt. Ich glaube, du spinnst. Bei dir brennt der Helm. Wir müssen ja auch Russisch parallel lernen. Noch jemand bitte? Ach, halt's Maul, Larry. Ich habe doch diese Anzeige eh ausgemacht. Ich habe doch das, guck, das hier habe ich doch ausgemacht, das Overlay. Damit wir den Leistungsdruck nicht haben. Kann ich meinen Russisch-Sprachkurs auch sparen? Glück gehabt, Jakob. Den darfst du, wenn, dann eh nicht bei mir machen. Ich habe mir sagen lassen, das Russisch, was ich beibringe, das wäre gar nicht gut. Hat jemand so gesagt. Ich doch nicht ums Overlay, sondern um den Alert. Na gut. Na gut. Huch. Hab's am Handy nicht mitbekommen. So unhöflich. Ups, ich bin so dumm. Es gibt ja jetzt die Möglichkeit, auf TikTok und Twitch über Streamlabs parallel zu streamen. Also auch, dass man den Chat einbinden kann. Die Fee hatte mir das geschickt. Ich weiß aber nicht, ob wir das machen sollten. Warum ist das nicht im Wasser? Na egal. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Es wird sicher lustig.
Wenn er mehr rein soll, muss mein Kopf wachsen. Das macht er verrückterweise von alleine. Listen to myself. Wenn es blöd ist, lassen wir es. Ja. Das sagst du jetzt so einfach. Wir bekommen dann aber die hohe Qualität. Muss ich mich da entscheiden, wer hohe Qualität bekommt? Bei TikTok kann man doch eh nur auf eine bestimmte Qualität streamen, oder? Achso, habe ich die Kamera angemacht? Habe ich nicht. Warum sagt keiner was? Die kleinen Pisser. Wir müssen aber ein anderes Lied hören. Es ist zu sad. Oh, das ist ein gutes Lied. For the dancing. Wächst dein Kopf noch? Der Kopf nicht, aber alle Synapsen wachsen und verketten sich neu. Das ist quasi wachsen. Mir egal, ob... Du wirst auf jeden Fall bevorzugt, Victor, keine Sorge. Das Wichtigste ist, dass du ein gutes Bild hast. Nee, ich weiß nicht, ob wir das machen sollen. Ich traue mich nicht. Da muss erstmal einen Antrag stellen, wird zum Teammanagement diskutiert. Ey, Larry, jetzt wo du sagst, ja, ihr entscheidet. Bin ich fein raus aus der Nummer. Tja, bin ich fein raus aus der Nummer. Zum Glück sitze ich im besagten Team. Das musst du mit dem Larry ausmachen. Ich bin nicht in dem Team. Bei einer Scheidung, ob du mit mir oder mit dem Louis gehst, am besten mit dem, der öfter streamt. Nee, ich könnte das jetzt tatsächlich nicht so gut entscheiden, ob das Sinn machen würde oder nicht. Also von den... Dann habe ich einfach geschrieben, ey, das finde ich gut. Ich habe da in die Richtung der Ratte Brain gedacht. Ich glaube, so ein großer Kopf würde mir auch stehen, um ehrlich zu sein. Ich denke, ich kann das gut tragen. Immer scheiße, wenn man in den Videos kurbelt. Ich freue mich so auf den Sommer, wenn wir dann hier in kurzen Klamotten sitzen. Einige sind begeistert, andere haben es wieder gelassen. Mit Parallelstreamen oder was? Ich würde keine dummen Kommentare bekommen. Auf TikTok. Modgrillen vorm Studio. Also ihr könnt vorm Studio grillen, aber ihr dürft drinnen essen. Da wäre ich jetzt nicht so. Wenn dein Kopf größer ist. Ach so. Das ist auf TikTok stream. Ja, ich weiß nicht, wenn es nach mir ginge, wäre ich ja am liebsten überall gleichzeitig live, aber das darf ich auch kommen, selbstverständlich, Max. Bring Halloumi mit. Ich finde Halloumi eklig. Also zumindest alles, was ich bisher Veganes davon gegessen habe, aber... Ich habe heute einen Camembert probiert, den der Nils empfohlen hat, von Weber.
Ach, der heißt auf jeden Fall Come on, Bert. Zucchini, okay, nicht. Better, oh, genau. Der heißt Come on, Bert. Der war lecker. Die Konsistenz ist ein bisschen seltsam. Ist ein, weiß ich nicht, Konsistenz. Aber lecker. Ja, ungefähr, Viktor. Also Halloumi. Bindenkleid, oh. Meine Empfehlungen sind immer 10 von 10. Ja, aber uns hat unser Rewe-Mann erwischt, dass wir in einem fremden Rewe waren. War hart. Wir wurden überführt. 4 Euro für den kleinen Wert ist wirklich scheiße teuer. Dass ihr vom Studio einen Fahnenmast bekommen, kann man wie auf dem Buckingham Palace die Fahne hissen, wenn du im Haus bist. Das wäre so cool. Jetzt leuchtet ja unsere kleine YouTube-Trophäe im Schaufenster. Aber nur, wenn ich nicht da bin. Abends halt. Eine Tamponfahne. Ja, ich weiß gar nicht. Ich persönlich assoziiere mich jetzt nicht nur mit Tampons. Unser Haus. Ja, ich habe das ja, also mein Teil vom Studio habe ich ja extra folieren lassen. Weil es so ein bisschen nervig war, bei jedem Schritt beobachtet zu werden. Also ich dachte zwar, mir macht das nichts aus, aber ich fand es dann wirklich anstrengend. Beim Namensding, Kevin, das mache ich, um für dich aufregend zu bleiben. Ich will einfach spannend sein für dich. Ein bisschen aufregend. Einfach, damit du die Connection zu mir nicht verlierst. Klappt das? Das ist korrekt, Nils. Ohne dich hätte ich keine Heißluftfritteuse und ich wüsste nicht, wie viele leckere Dinge da sind, die man Heißluft frittieren kann. Come on, Bert, oder wie? Ja, also come. Wie kommen auf Englisch? Come. Und dann Onbert. Ich springe voll drauf an. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich finde es aber eigentlich ganz cute, dass die ihre Sachen so nennen. Die veganen Firmen. Also so findige, fuchsige, kecke, freche Namen. Nö, eigentlich nörgeln hier gar nicht so viele. Bis auf einen Vorfall, als ein Tampon im Schaufenster hing, also ein Bild vom Tampon, haben die sich eigentlich alle sehr gefreut, dass hier in dem Laden was drin ist. Also dass hier, dass, ja, dass wir halt unser Studio hier haben. Da war ich aber auch sauer. Ach, Kevin. Ich überlege immer, was wir dir für ein Abzeichen geben. Mod ist es ja irgendwie nicht. Du bist ein bisschen mehr als Mod. Du musst ja nichts tun. Nix, ich rede mit dem Kevin. Oh, Mann. Hast du hier auch? Hä, wenn du das nicht stehen siehst, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, dafür meine Fahrt ein bisschen zu lang zu dir. Nimm lieber ein Airbnb. Oh. Ich glaube, der Max hat dich gerade abgelehnt, Larry. Hallo, Luis. Der ist schon weg. Der trägt mein dreckiges Geschirr durch die Gegend. Was ist los mit den Stiften heutzutage? Das finde ich super. Dass er mein Geschirr durch die Gegend trägt, ja. Ich auch, tatsächlich. Meinst du, was auch für mich? Weiß ich nicht. Ich bin ehrlich. Ja.
Mach dem Luis einfach ein bisschen schöne Augen. Hey, Berlin Dude, moini. Mach dem Luis einfach ein bisschen schöne Augen. Russisch lernen mit Marie. Danke, dass du dich in diesem Gespräch beteiligst. Jo, die Durak. Bald lerne ich's. Dankeschön. Dreamsock, vielen Dank. Puh, wir müssen ein anderes Lied anmachen, ist ja furchtbar. Ist es lauter als gestern oder ist mir gestern nicht aufgefallen, dass die Musik kacke ist? Grausam, das Lied. Das Bild. Der Trolloraptor. Ach je, jetzt musst du aber deinem Namen auch alle Ehre machen. Ich habe da tatsächlich Ansprüche, was Trolle betrifft. Bitte, wenn du diese Zunft der Trolle ad absurdum führst oder in den Dreck ziehst, dann weiß ich nicht, ob wir miteinander Kontakt haben können. Also, du hast einen Namen, der große Verantwortung mit sich bringt. Sei ein guter Troll. Ja, sei ein guter Troll. Nee, nicht weg mit dir. Was soll das denn? Der darf schön bleiben. Ich bin ein großer Fan von Trollen. Die müssen nur gut sein. Trolle sind wie Männer, die du in einer komischen Bar kennenlernst. Die willst du entweder schnell loswerden, weil sie scheiße sind, oder die wissen, was sie tun und dann hast du echt viel Spaß mit denen. Nein, nein, ich mag Trolle. Männer sind allgemein richtige Trollis. Oh! Die meisten Leute, die mir hier Geld schenken, sind Männer. Deswegen kann ich das so leider gerade nicht unterschreiben. Frechheit! Tut mir leid, Max. Ja, wir müssen... Hey, beiße niemals, niemals die Hand, die dich füttert, meine Freunde. Kennst du einen? Kennst du alle? Nein, niemals. Es gibt so unterschiedlich gute Trolle. Das Problem ist, die meisten Leute sind nur diese... ach, Aleph, ist völlig Wurst. Die Hälfte hat eh nicht mitgemacht und die andere Hälfte ist total froh, dass ich wieder Volane heiße. Mir ist egal. Meint die Männer? Ach so, nee, das ja auch nicht. Die Szene, die das Bild darstellen sollte, bist wohl kein Marmeladenfan, oder? Was, magst du Marmelade nicht? Volamen ist die Marke auch. Ich habe eine Doku über Scientology gesehen und denke jetzt drüber nach, eine Sekte zu gründen. Ich denke gerade jetzt... Guck nicht so vorwurfsvoll in die Kamera. Hast du deine Tapete abgezogen, Victor? Ich denke, gerade jetzt, wenn alle so von der Inflation geplagt sind, dann wollen die ihr Geld an guten Glauben ausgeben, oder? Wieso wieder zurückgewechselt? Ich bin nicht zurückgewechselt, ich wurde zurückgewechselt. Höhere Mächte entschieden, dass es besser wäre, einen Namen zu haben, der nicht klingt wie ein Porno mit Paris Hilton. Darf ich dein Guru werden? Warum nicht? Kannst du das denn gut? In der Religion geht es eigentlich nur darum, von Leuten Geld zu kriegen. Mehr interessiert uns nicht. Wir wollen eine richtige Religion werden. Du denkst an blutige Finger? Was? Wieso? Ich kann das gut. Ja, ich glaube dir. Am Meer und da gab es eine queere Bar. Habe dann über Jodel nach Menschen gesucht, die offen wären, einen netten Abend mit mir zu verbringen. Und ein männlicher Dude wurde richtig ausfallend. Ohne Fick am Ende. Belastend, trolliger Dude. Hm. Natürlich blöd. Ist halt meine Assoziation.
Das stimmt, dann bist du ein bisschen eklig. Das ist also wirklich einen guten Glauben ausgeben. Ich dachte, die geben alles ab. Ja, also die können alles abgeben. Die sollen nur das Wichtigste zu Geld machen und dann für ihren Glauben bezahlen. So wie man es halt macht. In der guten Kirche. Bitte euch. Ich lege den Leuten ihre Zukunft aus dem Rauch ausgeblasener Kerzen. Oh, ja, gut, gut, gut. Da sehe ich uns. Hallo, Schätzelein. Ich liebe ja deine Marmelade. Liebe Grüße, deine Haraldsmaus. Harald, vielen Dank. Deine Seele verkauft lieber innere Organe. Moini Anna. Die Marmelade verklumpt sehr schnell und schmeckt nach Eisen. Vielleicht solltest du nicht im Netto-Container einkaufen, sondern einfach mal in den Laden gehen. Also diese Marmelade hier ist noch tippitoppi. Da habe ich gestern erst meinen Finger reingesteckt. Alles noch schön flüssig, smooth. Raumtemperatur. Oh, Streamlabs dachte, du hast einen Link gepostet. Ich verstehe das gar nicht. Ich habe Streamlabs einen total coolen Namen gegeben. Wie denn jetzt? Wolanska. Wäre bestimmt nicht gesund. Ja, das stimmt. Das wäre wahrscheinlich ungesund. Es wäre eher so eine Schmierblutung. Marmelade ohne Klumpen heißt Chili. Ist das nicht ohne Samen? Luis, bist du noch da? Ja. Der Max will was. Max, warte mal. Lieber Max, wir haben meine Handynummer. Schreiben Sie mir dort hin. Außer es ist etwas, was alle hier im Stream betrifft. Stream Dance Girl, deine Schrift sieht aber geil aus. Ich will auch so eine coole Schrift. Hilfst du ihm bei seinem Geschirr? Mag keine Tomatensauce an meinen Fingern, weil ich danach immer nach Pflastern suchen muss. Oha! Du hast eine sehr aggressive Tomatensoße, glaube ich. Warum Samen nicht so aus? Habe aber, glaube ich, auch nichts verpasst. Ich kenne mich mit Samen nicht so aus. Streamlabs denkt, dass du einen Link geschickt hast, aber das liegt daran, dass die dumm sind. Ja, tut mir leid, Anna. Harald. Haralda. Harallana. Haraldana. Wir finden einen Namen für dich. Oha. Welche Rolle übernimmt Luis in der Religion? Hohepriester, Seelentröster. Du, ich würde sagen, der steckt seinen Finger durch die Löcher in der Wand der Beichtezelle. So wie ich den Luis kenne. Ja, ist dabei. Geil. Der Max möchte sich schon anmelden. Ja, Max, wenn ich jetzt so tue, als würde ich eine Kerze ausblasen, kannst du dann bitte auch meine Zukunft lesen? Hab mal meinen Finger durchs Schlüsselloch geschnitten und mich daran geschnitten. Was habt ihr denn für Schlüssellöcher? Weichzellenbeauftragter? Ja. Muss die Rauchentwicklung sehen. Kannst du dir die vorstellen? Hol Kerze. Ich habe doch keine Kerze. Haben wir eine Kerze? Ich möchte eine Kerze auspusten. Kannst du mal den Yoshi fragen, ob wir eine Kerze haben? Ja, ich habe eine Kerze. Wow, na dann. Im Auto sind doch bestimmt Kerzen. Nein. Warum lügst du mich an? Ich hab eine Kerze. Du willst mir nur keine Kerze holen. Nee, auch nicht. Ich werde angelogen. Merkt ihr das? Das sind 10 einer Ehe. Keine Zeit. Ich habe zwar Schmerzen immer noch. Du fürchtest dich vor Schlüssellöchern. Ja. Verstehe ich. Manche fürchten sich ja vor Schlüsselerlebnissen.
Keine Zeit für sowas, sagt er. Kein Enrico, ich bin wieder zu haben. Merkst du was? Ist Luis immer so zu dir? Herzlos, kalt, ja. Ja. Warum ist er so? Ich weiß nicht. Ich glaube, er hat eine andere. Wie eine Kerze unsere Ehe beendete, würde das Buch... Ja, ich fühle den Titel. Der mit den Schlüsselerlebnissen war deep. Eigentlich nicht so. Aber ich bin froh, dass er so ankam. Die Haut geht mir langsam zurück. Ich bin so ungeduldig. Die Haut geht mir zu langsam zurück. Die Haut geht mir... Ach so, wegen deiner OP. Ich dachte gerade, was ist da die Metaebene? Ein Messer geht unter die Haut wie deine Wortwahl. Oha, das war auch der Pressesprecher von Harald Schmidt, oder? Nicht schlecht. Ja, Entschuldigung. Wenn du wieder zu haben bist, wer kann besser kochen, du oder Luis? Wen darf ich anbaggern? Also kochen würde ich sagen, der Luis, aber lass den nix braten, der fackelt dir die Bude ab. Und selbst wenn er sie nicht abfackelt, riecht es danach so. Der ist eher so der, ja, also der Luis, der brät sehr intensiv bei hohen Temperaturen, völlig egal was. Keine Rücksicht auf Verluste, fürs Grobe, ja. Wann segnest du die Community oder kann man seinen Segen gegen Kanalpunkte bekommen? Entschuldige mal, wir sind eine richtige Religion, Chris, ja? Segen gibt's ab 10 Subs, früher nicht. Und dann gibt's auch nur einen ganz kleinen Segen. Wir wollen euch ja nicht heilig sprechen, ne? Brät oder berät? Der brät nur. Beratung würde ich da jetzt nicht, also kann ich nicht empfehlen. Ich wette, der kommt jetzt auch ohne Kerze wieder zurück. Der hat sich nicht mal Mühe gegeben, eine zu finden. Für was brauchst du denn eine Kerze? Wenn er braten so intensiv ist wie bei anderen Dingen, ist er doch ein richtiger Win. Ich weiß nicht, bei was ist er denn intensiv, Anna? Erzähl's mir. Kerzen holt er nicht so intensiv. Hallo Pusti. Du bist ja ganz schön kritisch. Nee, du nimmst das nur ein bisschen zu ernst. Bitte? Die auspusten. Reicht, wenn ich dir einfach ein Feuer zerschulde? Nein, da entwickelt sich kein Rauch. Du müsstest etwas anfackeln. Hast du etwas Schmales, Langes? Ja. Kann ich das anzünden? Ja, kann ich es anzünden? Nee. Dann brauche ich es nicht. Vielleicht macht er gute Marmelade. Nee, seine Mutter macht gute Marmelade. Ich kann aber aus Erfahrung sagen, die heiratet man direkt mit. Die Mutter. Die ist aber der Win in der Beziehung. Aha, jetzt holt er die Kerze. Wir waren aggressiv genug in unserem Vorangehen. Muttermarmelade ist eh die beste. Ja, hauptsächlich, weil die ausschließlich aus Zucker macht. Gefühlt legt die 2 Erdbeeren oder eine Frucht nach Wahl neben den Topf, kippt ein bisschen Gelierzucker rein, ein bisschen Wasser und das gibt's dann. Metagespräch. Wer sind Sie denn? Was haben Sie mit Bolane gemacht? Hallo RGJ unterstrich. Ich will die nur einmal auspusten. Nein, er gibt sie nicht her. Mann. Es ist deine letzte. Ich möchte ja nicht für dich verbrauchen. Ich hasse euch beide. Nur, dass ich den Yoshi mehr brauche. Wow. Bist du dumm geworden, oder was? Meine Mutter. Ich hoffe, ihr habt gesehen, dass der Mann einfach eine Dose geschmissen hat. Berghain. Elon Musk kommt nicht ins Berghain. Oh, da warst du also schon mal hier. Guten Tag, wie geht's, was geht, wo geht was, was geht? Das weiß ich leider nicht. Was für eine Dose? Eine Sprühdose, eine volle auch noch. Die war nicht mehr drin.
Es war die erste Form von häuslicher Gewalt, die er sich on-stream getraut hat, durchzuführen. Ich sag's mal nur so. Mein Mann versteht solche halbwahren Sprüche leider immer als Provokation. Ja, der Luis auch, sonst hätte er keine Dose geworfen. Hallo Astrid. Ja, hier geht nicht so viel. Wir sitzen und ich muss pinkeln. Hallo Traumgilde, wie schön dich zu sehen. Auf jeden Deckel passt eine Dose. Das stimmt. Wie dreist, voll. Ich wollte nie eine Dose haben, RGJ. Betrüger, Fake, RGJ. Astrid, wie geht's dir denn? Ich glaube, wir müssen gleich im Stehen arbeiten, aber dann gehe ich vorher besser auf Toilette. Wenn ich stehe, muss ich mehr Pipi als im Sitzen. Dosen unwanted. Ja, ich mal ja nicht mit Dose. Macht ja der Luis. Wir gehen uns meistens aus dem Weg. Ja, das ist manchmal auch gar nicht so schlecht. Ich bin ehrlich. Drei. Oh, das klingt gut. Ob man stehend als Ständer durchgeht? Ich nicht. Ich bin zu lapperig. Bin hier der Einzige. Nee, du bist der Liebe, Max. Yeah. Du bist der Liebe, Max. Da bist du auch selbst dran schuld. Du hättest dich ja auch einfach nur Max nennen können. Hallo Freigeistin, moini. So, wir kommen ganz gut voran, würde ich sagen. Ich kann nicht nur, man braucht mindestens 4 Zeichen. Was machen dann die Maxens dieser Welt? Er lernt es irgendwie nicht. Das klingt natürlich tragisch. Ob es einen Twitch-Mitarbeiter gibt, der Max heißt? Erhaben über alle Maxe dieser Welt? Ich glaube nicht. Vielleicht kannst du ja bei Twitch anfangen. Arbeite da doch. Ja, siehst du? Wieso suchst du einen neuen Job? Gefällt dir deiner nicht oder wirst du wegrationiert? Danke, dass du da bist. Du bist eine große Hilfe. Maître. Moin, ein kurzes Hallo. Schön, dich mal wieder zu sehen. Moini. Dankeschön, Maître. Bei Lila habe ich einfach unüberlegt gekündigt. Ich glaube, es kann dir keiner übel nehmen. Nur damit ich die Zahl aus den Namen kann, würde ich mal einen Monat bei Twitch Praktikum machen. Ja, das wäre schon geil, ne? Meinst du, du kannst es dann einfach ändern? Würdest du gerne nur Elrico heißen? Gibt es einen aktiven Elrico-Kanal? Oder ist das diese dämliche Regel, Kanäle, die nicht aktiv sind? Naja, und bei Lidl kündigen kann ich verstehen,
Ich glaube, da ist es auch nur halb so geil. Ich dachte, ich bekomme einen Job an der Uni, wurde nichts, jetzt bin ich arbeitslos. Naja, das ändert sich auch wieder. Das ist nur so lange doof, solange du keinen Job hast, dann wird's wieder. Auf dem Kanal passiert nichts. Mist. Ja, aber kannst du die nicht einfach in einem anderen Rewe, Lidl bewerben, wenn du das mochtest? Blöd. Blöd, blöd. So. Nee, ich glaube, das meinte er mit der nächste Erreichbare. Geht es euch gut? Ja. Wir werden heute Mittag das Haus voll Kinder haben, weil irgendwie alle Kinder heute ihre Dates eingeladen haben. Also so Playdate-mäßig. Ich bin schon über 2 Jahre da. Du bist über 2 Jahre da und bist nicht angekommen. Inwiefern, also du hast dich da einfach nicht wohlgefühlt. Interpretiere ich das richtig? Mit einem Trubel. Ja, wie die Sau. Spieleparadies. Yay. Yay. Du bist seit 2 Jahren bei Lidl, aber nicht so lange in der Filiale gewesen. Okay. Gibt's länger Futter? Nein, die kommen nicht alle direkt nach der Schule mit. Deswegen gibt's dann schon so essenstaugliches Essen und nicht so Kinderessen. Also die meisten Kinder wollen ja dann einfach Nudeln, dann ohne Soße. Ich esse die immer ohne Soße. Aber heute gibt's, ich glaube, Kartoffelgratin oder so. Grüße aus Aachen zurück. Nee, die Kinder kriegen keine Steaks. Ich habe einen Kollegen, der ist Official International als DJ und Producer unterwegs, außer in DE sehr bekannt, aber irgendjemand hatte halt seinen Namen geclaimt, so musste er ein Official dran. Das ist aber richtig nervig. Xata, richtig. Xata. Der Rapper unter den Kartoffelkratzers. Anwo, dir auch. Wie schön, dich zu sehen. Du bist doch der hübsche Mann, ne? Oder verwechsel ich dich? Aber wenn du ein Mann bist, wirst du jetzt wahrscheinlich auch einfach dich gebauchpinselt fühlen. Die Kinder bringen ihre eigenen Steaks mit. Das wären gute Gäste. Das bin ich. Ja, aber du bist ja Louis hübscher Mann. Du hast dich schon entschieden, als du das mit dem Geschirr gehört hast, Max. Wir brauchen hier auch mal irgendjemanden, der wegen mir da ist. Das war natürlich mal eine Weile der Kevin. Aber der ist ja schon wieder weg. Ich bin wegen dir da. Na gut, ich glaube dir. Hast du schon mal erwähnt. Ah, dann bist du das. Wild. Ich will nicht lügen. Tust du gerade. Ich bin wegen Larry. Für euch bin ich doch nur so eine kleine soziale Feldstudie. Ihr wollt sehen, wann ich gegen die ganzen Streamingdienste kapituliere. Kein Kartoffelbrei dienstags und donnerstags zwischen 7 und 18 Uhr. Ich mag das.
dann würde ich keine Kokosnussmilch an Montag sagen. Nichts aus Kokosnuss an Montagen. Wegen den neuen Haaren. Oh, danke. Ich war nur aufgeregt, als ich dich gesehen habe. Ach, laber doch keine Scheiße, Mann. Aus Kokosnuss ist auch eher so Wochenende. Voll! Ich sehe schon, du, mein Freund, bist Priester des Volanismus. Ich fühle da was. Als ich bei euch war, ja, aber Quatsch. Als ob du da jetzt aufgeregt gewesen wärst. Ja, danke. Unser Heiligenschein ist eine weiß-rote Ringelmütze. Das ist brutal für deine Gläubigen auf den Kokosinseln, aber wie du willst. Du, ich bin ehrlich zu dir, wir müssen alle Opfer bringen. Ich habe meinen Kokosjoghurt auch direkt wieder in Louis Hände gestellt. Auch weil er eklig war und wirklich ruhig auf dich. Ich habe dich ja gar nicht so viel erlebt, um ehrlich zu sein. Ich hab dir liebevoll meine Pizza in den Hals geschoben. Glaube ich. Mama sagte, Rot steht mir. Deine Mutter hat recht. Ja. Wir halten uns länger mit Details auf als nötig, aber das macht das Bild nur besser. What? Das und den H&M Axelschweiß-Ding. Ja, der Max war hier zum Tätowieren und ich glaube, er hat die Lebensmittel gegessen, die ich nicht mochte, nur aus Höflichkeit, weil er es mir nicht abschlagen wollte. Ich werde das einfach bei Max' nächsten Besuch ad absurdum ziehen und ihm irgendwas richtig Ekelhaftes zu essen anbieten. Und dann sehen wir, ob er das annimmt. Ich esse einfach alles. Faktisch. Max, ich habe dir ein Süßströmingbröt gemacht. So, warte, ich muss jetzt dringend pinkeln, aber wir machen hier vorher noch die Lichtreflexe rein. Von den Marmeladenglas brauchst du noch ein Foto, ne? Von den Marmeladenglas brauchst du gestern oder vorgestern? Detailaufnahmen brauche ich davon. Ich mache das Mikrofon kurz aus, damit ihr mich nicht pinkeln hört. Dafür habt ihr auch zu wenig bezahlt. Ich esse tierische Produkte nur in absoluten Ausnahmefällen. Okay. Hat das geklappt?
Ah, nix, ich hatte das Mikro ausgemacht, muss jetzt gucken, ob es wieder an ist. Aber ja, ist es. War das ein Hamster? Nein. Luis, die Traumgilde möchte mit dir reden. Hallo, Traumgilde. War wild. Haarkahl übrigens auch. Du nimmst alles in den Mund, ja? Aleph, wir spenden hier doch keine Bitte, um mich bloßzustellen. Bitte dich. Willst du meinen Müll haben oder machst du gar nichts mit Müll? Ich mach nichts mit Müll, ich wollte auch. Ich kriege Geld auch, ne? Nicht mit den kostenlosen Sachen. Bis zu 0% Guthaben. Sie kriegen absolut nichts. 0% Werbe ein. Und für diesen Livestream. Und es wird keine Visa-Card geben. Und ganz neu haben sie jetzt mit Twitch Prime. Und ich sage, that is where money lives. Müssen sie jetzt an. Das löschen. Willst du das gerade wegschmeißen und stehst neben dem Müll? Ich sehe keinen. Du brauchst die aus, damit ich ein bisschen wegschmeißen. Vielen Dank. Alex Leandra, moini. So, jetzt sind wir damit aber wieder fertig. Sushi, ich finde Sushi richtig wieder. Ich selbst gebacken? Nein. Nein, nein. Guck mal an, wir haben ja auch noch die Teetassen, die da fertig gemacht werden. Naja, wir haben irgendein Horst, hat die hinter die weiße Heimann gestellt. Lass dir schmecken, danke. Ah. Und sag mal, Luis, willst du ein Binden-Tattoo entwerfen? Ein Binden-Tattoo? Eine Binde, ja. Ja. Können wir die diesmal weiß tätowieren, oder? So, nicht mit weißen Outlines, sondern dass die auch weiß ist. Ja, okay. Ich soll ja eher einen Oberarm. Ich soll ja eher einen Oberarm. Oberarm. Warte. Über den Tampon. Sag mal, wie viel Platz hast du da drin? Ne? Sag mal, Luis, welche Körperstelle willst du besonders mal tätowieren? Oh, gute Frage. Besonders gerne mal tätowieren? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Du bist leicht angegammelt. Also am liebsten tätowiere ich leichte Körperstellen. Ja, hier ist das super so. Gut. Ja, ich denke, da kann man die auch gut machen. Hätte so Stellen, wo die Farbe leicht reingeht, dann würde ich es nicht so schwer. Und Stellen frei. Aber ansonsten, weiß nicht. Ich würde gerne alles mal ausprobieren, nur um zu wissen, wie es ist. Den Fisch auf dem Bauch wolltest du doch unbedingt. Den Fisch auf dem Bauch wolltest du doch unbedingt. Das stimmt. Dann gibt es das nächstes was auf den Oberschenkel. Oha. Was nochmal? Ja, Max will was auf den Oberschenkel. Dann gibt es was auf den Oberschenkel. Ach so. Hä? Hatten wir nicht im letzten schon was auf dem Oberschenkel? Ich meine auch. Ja, natürlich. Hab ja noch einen. Ach so, okay. Das klang jetzt so nach krasser Experience. Ja, ich hab das quasi den Fischkopf. Den du hast, habe ich ja quasi noch in weiblicher Form als Katzenkopf. Ach, Katzen sind weiblich und Fische sind männlich. Nein, aber der Unterteil vom Kopf ist von der Frau. Ah. Und der Oberteil ist eine Katze. Und er hat ja quasi einen männlichen Unterkopf und der Oberteil ist ein Fisch. Wo soll man sich dann hintätowieren? Ist es eine Aneignung? Was? Ich verstehe es gar nicht. Was? Der muss tatsächlich zu. Am besten auch so gespiegelt, sodass die sich beide so ein bisschen angucken. Oh, das finde ich fast ein bisschen süß.
Weil Katzen mögen ja Fische und Fische mögen bestimmt auch Katzen. Hat sie noch mal nicht gefragt. Na gut, dann arbeiten wir jetzt halt in echt. Kann ich Luis als Exklusivpartner für Larry-Tattoos gewinnen? Macht das der Larry? Ja. Ja, natürlich. Damit sie sich immer begegnen. Na, das klingt furchtbar kitschig. Ich glaube, sie sind quasi mehrfach am Tag über den Weg. So. Paul, Luis, jetzt du. Nein. Was? Dir fehlen noch ein paar Leute, die dazukommen. Wer fehlt dir denn noch? Du willst dich voller Streamer tätowieren? Dein Ernst? Bei dir warte ich erstmal das Namengedöns ab. Du... Ich mag Tattoos, aber ich bin froh, keins zu haben. Oh, das kann ich verstehen. Ich hatte gerade kurz die Melodie von Knight Rider im Kopf. Ja. Ob die das so wollten, dass man an Knight Rider denkt? Ich habe einen Twitch-Leinwandbereich auf meinem Körper. Da kommen Kram und Leute hin, die mich lang oder intensiv begleitet haben. Boah, ich dachte, wie es ist, das wäre mir zu risky. Ich wollte ja nicht mal Luis' Namen auf mir haben oder so. Ich habe, wir haben in Lindenschrift die Namen. Da kann ich ratzfatz ein Haus vom Nikolaus drüber machen, wenn du mir auf den Piss gehst. Ja, muss ich ja auch nicht selber machen. Ich tätowiere mich ja nicht selbst. Namen habe ich nicht auf mir. Ja, aber Logos und sowas, weiß ich nicht. Das würde ich gar nicht machen. Also nicht, dass ich das jetzt schlecht finde oder dir das schlecht reden will, aber das wäre, weiß ich nicht, Streamer wären mir zu fremde Menschen, als dass ich das machen könnte. Aber das ist natürlich, also ist gar nicht schlimm oder so. War mein erstes auf die Rippen, aber diese Schmerzen, ne, bleibt halt so, oh Gott, das Rippen, Alter. Abgewandelt, damit ich safe bin. Rippen sind halt schon echt das. Wow. Ich war jung und dumm. Soll ich mein Volane-Tattoo jetzt nicht stechen lassen? Weiß ich nicht. Ich glaube... Also es gibt viele Leute, die Volane-Tattoos haben. Aber das macht es für mich nicht leichter nachzuvollziehen. Weißt du, wie ich meine? Ich freue mich darüber, das ist gar keine Frage. Alexandra, bis dann. Viel Spaß. Aber wild finde ich es trotzdem.
damit sie irgendwann auf einem Hautlappen hängt. Ach, glaubst du, der Hautlappen ist schöner, wenn er nicht bunt ist? Ich glaube, das macht nicht so viel aus. Also jetzt gar nicht wegen Volane, sondern allgemein. Ich glaube, wenn deine Haut hässlich und alt ist, ja, dann ist sie auch bunt, hässlich und alt und unbunt, hässlich und alt. Ich würde mir eher die saftige Orange mit Fingern tätowieren lassen. Ja, ihr müsst mal beim Louis bei den Wannadoos gucken. Der hat so ein paar... Der hat ein paar geile Sachen. Letzte Woche hat dem einer abgesagt, der konnte nicht kommen. Da habe ich mir dann auch eins aus seinen Wannadoos geklaut. Wenn ich die habe, zählt das gar nicht. So, jetzt kann man die Handhaltung grob erahnen. Nee, also, aber wie gesagt, ich kann es auch verstehen, wenn jemand keine Tattoos möchte. Ich kann es voll verstehen. Gerhard, moini. Ich habe gestern versucht, einen Command zu machen, der heißt Tattoo. Du kannst es ja probieren, Larry. Du kannst es probieren. Nur um es zu testen. Okay, klappt nicht. Sehr gut. Das habe ich einfach super gemacht. Nicht schlecht, oder? 10 von 10. Ja, du, das sind die Sorte von Commands, die die Leute auch nicht lange belästigen. Man muss nicht immer so aggressiv und so die Leute beschallen, ja? Begründung, warum du das verstehen kannst, was? Gerhard, wie geht's dir? Sorry nochmal wegen gestern. Ich will schon, aber mir gefallen Dinge nicht lang genug, als dass ich sie wirklich stechen lassen würde. Das verstehe ich. Ich dachte immer, dass das effektiver ist. Das mit dem Männlein-Tattoo komme ich nochmal drauf zurück. Ja, wenn ihr das wollt, dann am besten beim Louis melden. Alles gut, Malon Chiki. Wenn ihr Tattoos wollt, beim Louis melden. Ich habe mit den Tattoos nichts zu tun, außer dass ich sie mir stechen lasse, wenn ihr nicht kommt. Dann nutze ich das aus. Fangen wir die zweite Hand schon mal ein bisschen an. Hier kommt ja noch so eine zweite Hand hin. Was die Tür zu? Ich sag sogar auf Arbeit ab. Naja, der flüstert bestimmt auch. Man hört es nur nicht, weil er so laut dröhnt. Was machen wir denn auf der Tasse? Auf der Tasse? Ja? Du hast festgestellt, dass die Tasse noch nicht fertig ist. Ach so, ja, das weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Wie wäre es auch mit einfach ein Tag drüber und ein bisschen Hintergrund? Ja. Das Tag, ach so. Weiß ich nicht. Hände? Boah, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber Hände malen ist nicht so schwierig eigentlich. Bisschen Übung halt. Man kann ja nur besser werden.
Sieht sehr gut aus, dankeschön. Tattoo. Hä, habe ich es falsch gemacht? Hast du es repariert oder ging es doch? Sag die Wahrheit. Das Schwerste dran. Ja, so gucken lernen, würde ich sagen, ist tatsächlich das Komplizierteste an der Nummer. Es gab noch keinen Kommando. Aber ich habe noch einen gemacht. Ich habe einen gemacht, der hieß zur feuchten Tinte und der hat einen Alias bekommen, der hieß Tattoo. Also, obviously habe ich das falsch gemacht. Vielleicht funktioniert die auch nicht richtig. Das kann natürlich sein. Nee, ist ja okay. Wir haben ja jetzt festgestellt, dass es nicht geht. Ist ja gut. Ist ja gut. Ja, das Grau ist es auch nicht. Wir nehmen mal das andere. Meine Hände werden auch immer älter, ne? Da ist er doch. Aber warum jetzt? Stell dir vor, nur deine Hände werden älter. Ja. Also ich finde das jetzt nicht schlimm, aber ich kann das halt sehr gut beobachten. Dadurch, dass ich ja meine Hände sehr oft male. Ist das ganz interessant. Und ich dachte, wie es ist, die waren mal unfaltiger. Imagine, der hätte direkt funktioniert, dann hätte ich keinen Job mehr. Naja, wir brauchen ja doch die ganzen Alerts, Larry. Ich fühle da schon noch Stellen, an denen du viel zu tun hast. Das kann ich. Nee, kannst du nicht. Wenn du es kannst, dann kannst du es malen. Wenn du es sehen kannst, dann kannst du es malen. Das ist es. Du weißt vielleicht, wie es aussieht, aber du kannst es noch nicht sehen. Zu wissen, wie etwas aussieht, ist etwas ganz anderes, als etwas sehen zu können. Und sobald du es sehen kannst, kannst du es malen. Ist einfach so. Du magst es jetzt nicht glauben, aber so ist das. Es klingt, als würde ich meinen Bernstein abends rumdrehen und meinen Quarz dann zum Lüften in den Mond stellen, aber genau so ist das. Ich darf da nicht schauen, ich habe direkt zwei Motive. Wann machen wir den Blutschwur? Bitte nicht hier im Studio. Ganz schwer zu lernen, wenn man es kann, dann kann es. Das ist auch, das sind immer so, also das klingt total bescheuert. Ich weiß, wie dämlich das klingt. Als man das damals zu mir gesagt hat, dachte ich auch so, ja, alles klar, dann sag doch, dass du mir nicht sagen willst, wie es geht. Aber du hast irgendwann, sitzt du da und guckst dir was an und denkst dir, ach so, deswegen sieht es so aus. Und dann weißt du, warum es so aussieht und dann kannst du es sehen. Oh, das Bild ist aber gerade komisch, ne? Oder ist das immer so? Nee, ne? Der Moment ist am schönsten. Ja. Fehler in der Matrix. Scheint so. Nee, ist es die ganze Zeit? Ich sag's ja immer wieder, wir müssen anfangen, vom Handy aus zu streamen.
Dann muss ich mir zwar leider ein neues Handy kaufen, blöd, aber... Ja, das würde uns alle sehr belasten. Da wird sie zum kleinen Schlaumeier. Nee, da greift ja einfach nur, oh, das, mir wird schlecht, ich muss mir ja beim Malen zugucken, aber da wird mir schlecht bei. Ich zieh mal kurz das Kabel und steck's wieder rein, vielleicht hilft das. Wann Handy von Chat bezahlen lassen? Ja, wenn ich meins in Zahlung gebe, kostet das, was ich möchte, noch 600 Euro. Lass mal rüberwachsen jetzt, Chat. Nee, das sind ja einfach Dinge, die ich gelernt habe. So, warte, ich versuche hier mal das Kabel irgendwie. Hoppala. Nee, da kann ich es also nicht einklemmen. Tipp, Donation. Ach, halt's Maul. Hör auf, Max, du hast gerade SCC zugekündigt, hast du Fischbirne. Sven, oh Gott, dich gibt's auch noch. Nee, das hat immer noch so eine Bewegung. Sven, hör jetzt mal auf, danke. Du Blödmann. Nee, I don't get it. Sven erlebt. Ja, was machst du denn hier? Nee, wow, so kann ich nicht malen. Da wird mir schlecht. Die Kamera zieht die Bewegung so nach, wie als wäre ich high. Wie lange kann ich ein Tattoo reservieren, wenn ich die Anzahlung gemacht habe? Ich glaube, ein Jahr oder so. Arbeiten auf Twitch surfen, das ist doch gut. Ich muss meinen Lebensstandard beibehalten. Nee, Quatsch, hör auf. Aber so kann ich nicht malen, da wird mir schlecht. Also euch wird doch garantiert auch schlecht, wenn ich mich so bewege. Die haben mich auch verrückt gemacht. Ja, aber jetzt habe ich ja gar nichts Gestreiftes an. War das? Warte mal. Nee, das ist immer noch, ne? Moinsen, hallo Mutter von Yoda. Oder ist jetzt besser? Einfach langsamer bewegen. Gerhard, ich mag, wie du denkst. Wenn man jetzt einen raucht, sieht es wieder normal aus. Ah, weiß ich nicht. War das vorher schon? Anscheinend gestern schon mal. Aber jetzt nicht. Wir müssen einfach auf Handy-Streams umstellen. Dieses professionelle Stream, das liegt mir einfach nicht. Zu viele Sollbruchstellen. Nee, oh, ich kann das nicht. Da, so kann ich nicht in die Dings gucken. Nee, das liegt nicht am Bildschirm, sonst würden es ja die anderen nicht auch sehen. Wir sind ja nicht alle gleichzeitig verrückt. Das ist es ja nicht. Manche schon. Das stimmt natürlich, Kevin. Und ich bin froh, dass du an der Stelle wieder erscheinst. Vielleicht haben wir im Chat aber wieder Gras geteilt. Das kann natürlich auch sein. Habt ihr in meinem Chat Drogen genommen, ohne dass ich das weiß? Ich habe gerade erst einen Muffin gegessen. Ist schon ein bisschen verdächtig.
Ich nicht. Bubas Party. Nee, die kann ich nicht wechseln. Die Kleine ist zu schlecht. Nils, was mache ich denn jetzt? Gutes Deutsch, Bro. Ja, dabei habe ich gerade versucht, mit dir zu überlegen, welchen Titel wir dir verleihen. Boah, das da, nee, mir wird da eklig von. Da kriege ich, wie heißt das? Nee, da wollte ich nicht hin. Da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht. Ich wollte bei nichts davon sein. Motion Sickness. Ach, vergiss es lieber, was ich gesagt habe. Moini. Was machen wir denn? Ist Penisproblem Kevin nicht genug? Penisproblem Kevin ist der Beste, aber der bist du ja nicht. Warte, wir müssen mal gucken. Jetzt hätte ich fast was gelöscht. Hier oben steht, ich würde mir schnell Müsli machen. Aber das ist immer noch so. Woher kommt das? Wo ist das Problem? Wenn, pass auf, warte. Wenn ich mich bewege, nicht immer, aber ganz viel, dann zieht es so nach. Siehst du das? Das, mir wird da schlecht von. Ich habe aber schon das Kabel einmal rein und raus gemacht und die Kamera deaktiviert und aktiviert. Framerate, Joe, das klingt nach Worten, die ich suche. Aber na, ich dachte, das liegt an meinem Oberteil. Machen einen wilden Tanz, lieber nicht. Auch dafür werde ich zu schlecht bezahlen. Salami im Laufwerk, Salami ist zu teuer. Salami ist teurer als eine gebrannte CD. Aber möglich wäre das natürlich gewesen. Guck, wie mein Finger hier schliert. Kein Wunder, dass mir keiner zugucken will. Sollen wir vom Handy aus live gehen, dann ist aber der Ton scheiße. Kann man die Cam nicht einfach resetten oder so? Starte Anydesk. Ja, ich starte Anydesk. Anydesk. Weiß ich nicht, warte. Neue Cam kommt auf die Liste. Nee, ich will keine neue Cam. Das, ich will lieber alles so machen, dass ich vom Handy aus streamen kann. Lieber will ich ein halbwegs anständiges Headset und ein viertes Handy. Als nochmal hier mit dem Stream-Setup und 1000 Kameras und so. Ist an, muss ich noch was machen, Nils? Du kannst ja so lange einfach im Kreis rennen, dann sehen wir, ob es besser ist. Das ist eine sehr gute Idee. Ich hatte noch nie jemand fürs Tanzen bezahlt. Ich mache es trotzdem, vor allem, wenn mich Fremde dazu auffordern. Das spricht auch für dich. Ich höre meistens auf, damit zu tanzen, wenn Fremde sagen, ich soll das tun. Dass ich habe irgendwann diese Zirkusäffchen-Mentalität abgelegt. Ich kann die einfach nicht tragen, die steht mir nicht. Ich glaube, Malonchiki, weil der Mann kein Kameramann ist, der hat immer einen Kameramann. Tanz hier mal kurz. Tu das!
Fluffy Otter, das hat ja wenigstens geklappt. Ploppt bei dir etwas auf? Nein, nichts. Ich finde es auch gut, dass ihr da so dabei bleibt. Lasst uns gemeinsam durchs Bild rennen. Dinge, die passieren, passieren einfach. Nee, hier ploppt nichts auf. Soll ich noch was anderes machen? Ich kann... Warte. Ich starte Anydesk einfach nochmal neu. Upsi. Achso, nee, jetzt habe ich irgendwas installiert. Wir lieben Probleme. Tja. Mäuschen, komm mal rüber und setz dich auf meinen Schoß. Wir schunkeln zusammen. Das klingt nach etwas, was ich lieben würde. Nee, also das ist an. Soll ich dich irgendwie einladen oder so? Aber Anna, das sind auch durchaus Momente, in denen ich einfach denke, meine Güte, so ein Glück, dass du eine Vagina hast. Sonst würde Harald dich nicht so lieben. Amen, Berlin Dude. Amen. Brauchst du diese Adresse nochmal, Nilsi? Tja, und wir haben gedacht, wir malen heute einfach, ne? Nix da, ihr Noobs. Ich finde es aber schön, dass ihr so gegenseitig Liebes... ja, die sehe ich aus. Der Rechner läuft beim Herstellen der Sitzung, passiert aber nichts. Dann starte ich das doch einfach nochmal. Jetzt habe ich Anydesk nochmal neu gestartet. Gerade ist was aufgeploppt und dann war es wieder weg. Er blondet. Ja, Textstream. Nee, wir malen, der Nilsi taggt. Ich muss wohl auch neu starten. So, das kann natürlich sein. Kann ich mir den Chat wieder rüberholen, damit ich den sehe? Ja, okay. Guck mal, weil dann lege ich mir den Chat einfach hier hin auf den anderen Bildschirm und du kriegst den unangenehmen Bildschirm, um alles zu machen, was du möchtest. Ah, mir wird schlecht. Ich kann mich nicht bewegen. Es tut mir so leid, Nils. Ich will sehen, wie Nils die Maus bewegt. Nix dürft ihr. Also zu meiner Verteidigung, ich habe nichts geändert an den Einstellungen. Moini. Frankenzipfel, wie geht's dir denn? Ich versuche mich nur in Schneckentempo zu bewegen. Oh, ich habe so Schmerzen in der Schulter. Ich muss unbedingt was gegen meine Schulter machen. Die ist nämlich ein Fotzensohn einfach.
Sind wir jetzt alle sehr gespannt, was der Nils macht? Du solltest etwas für deine Schulter machen, Bimo. Wahrscheinlich hast du recht. Haben Sie die Schulter schon versucht, außen wieder anzumachen? Nein. Ich dachte, ich schließe erst alle Fenster. Bimo, wie geht's dir? Das hilft manchmal schon, true. Mit Corona, oh nein, du Armer, gute Besserung. Dann hoffe ich mal, dass es dich nicht so hart erwischt. Wink mal oder so. Nee, oder? Das geht's jetzt? Ich kann es nicht einschätzen. Nee, das ist immer noch. Boah. Das hat mich richtig erwischt. Dann gute Besserung auf jeden Fall. Das ist wirklich schlimm. Ich kann das so nicht. Wir müssen das Handy einrichten. Ich muss aber Streamlabs auf das andere Handy installieren. Das eine will ich ja verkaufen. Wink du mal, Nils. Nils, wink du doch mal. Der Nils hat gewunken. Ich hab das gesehen. Ja, dann mein Respekt, dass ihr das hier trotzdem anguckt. Eigentlich. Ja, ich hätte ausgeschaltet. Wir sind wegen dir hier. Ja, aber mich kann man nur sehen, als hätte man gerade, weiß ich nicht, mit Luke Mockridge auf der Dachterrasse gechillt oder sowas. So sieht es aus. Ich habe mir erst 7-mal übergeben, bin standhaft. Heute 7-mal oder allgemein? Ich habe den Stream schon 2-mal gemeldet. Wer hat darauf bestellt? Weiß ich nicht. Sieht aus wie deine Sekretärin. Oh ja, welches? Ich weiß nicht, welches du dir benannt hast, du Fisch. Warum sitzt du plötzlich am Kölner Dom? Weil ich heilig bin. Das ist aber süß. Ja. Es passieren Dinge. Ich hab nicht hingeguckt. Was macht denn jetzt? Ah. Siehst du? Jetzt hat's so. Luis, mach deinen Ton aus. Nein. Doch, der Josh Denker kriegt Bestellung. Nee. Hi, Daniel. Verdächtiger Benutzer. Oha, wo hast du was angestellt? Ja, die Sony-Cam entfernen. Und wenn du die entfernen möchtest, ist das okay für mich. Echo? Echo? Dann rede ich jetzt nicht mehr. Ist weg? Okay. Entschuldigung. Ja, das weiß ich nicht. Kevin, mit deiner kryptischen Kritik kann hier keiner was anfangen. Wack. Bin bei Hakon und Arthur gesperrt, habe ich keinen blassen Schimmer, why? Was? Aber beim Arthur gesperrt werden, dann muss man sich schon richtig scheiße verhalten. Find mal raus, was du angestellt hast. Hakons Sperrmentalität kenne ich nicht. Aber der Arthur...
Um mich vom Fußvolk zu lösen, fühle ich. Was kriegt denn das Bild für einen Hintergrund hier eigentlich? Muss schon was Dummes gemacht haben. Ich war nicht mal im Chat von Arthur, hab nur geschaut, ohne zu schreiben, voilà. Dann hast du irgendwo anders was richtig Dummes gemacht. Jetzt bin ich so neugierig. Gleich gibt's noch mal Echo. Soll ich nicht reden? Ich bin ganz selten beim Harkon. Der Harkon ist ein toller Streamer, das steht völlig außer Frage, aber ich bin da selten. Der streamt meistens abends. Und da gucke ich dann meistens schon irgendwas anderes. Fast im Ambiente. Ja, klar, sag mir einfach Bescheid. Olamen! Deine Vagina komme, deine Feuchtigkeit lebe. Jetzt wieder weg. Toll. Oh. Der arme Nils. Echo ist voll der Troll. Ist so. In Felsspalten am Meer. Sag mal, Kevin, du kommst rum. Wenn du kein Mod-Schwert hättest, ich würde gerne wissen, wie viele Leute dich für einen Troll halten würden. Wenn das mein Chef hören könnte, was du gerade gemacht hast. Du, der würde sich inspirieren lassen, Bimo. Bist du noch Kirchen-Facility-Management-Vorsteher? Duden und ich sind ganz dicke, mit Recht. Hauptsache, du schreibst nicht Dörden. Cam ist doch unser Trollmod. Ja, aber ich muss doch... Entschuldige mal. Kevin wäre längst gebannt, aber doch nicht von jemandem von hier. Verrückt, den Job machst du auch richtig lange, ne? Alle Chefs brauchen feuchte Vaginas. Ohne eine feuchte Vagina wäre Jesus gar nicht da. Mindestens zum Rauskommen brauchte der ein bisschen Schmiermittel. Vielleicht war Arti sauer, dass ich nicht mehr schreibe. I doubt it. An der Stelle einfach, weiß ich nicht. Dann war die Streamerin klar, dass ich einfach nur durch bin. Danach dort auch Mod, habe Twitch durchgespielt. War das nicht bei uns auch so ähnlich, Kevin? Hier habe ich Subs gegiftet und dann wurde ich Mod. Ma, das klingt nach mir. Ich war schon, man merkt es immer gleich, ich bin sehr, sehr gierig. Einfach gekauft, ja? Du sah die Mello ihren VIP bekommen. Die hat mir Geld überwiesen. Ja, man muss ja schon wissen, in was man investiert, sind wir ehrlich. So einfach geht das hier nicht. So, hey. Was machen wir nun für einen Hintergrund? Ich bin super unschlüssig. Es gibt so Bilder, die gefallen mir vom Motiv her so gut, dass ich am liebsten gar nichts im Hintergrund hätte. Aber den meisten Bildern fehlt dann halt was, wenn man gar nichts im Hintergrund macht.
Danke der Sympathie. Ach, wen mag ich schon, Bimo? Wen mag ich schon? Dann wäre hier niemand. schriftähnlich wie bei Iskai Tampon. Dazu ist mir die Leinwand zu groß, muss ich gestehen. Und ich glaube, das würde auch zu viel Aufmerksamkeit ziehen. Verstehe. Nee, es gibt da eigentlich kein Prinzip. Es gibt da eigentlich kein Prinzip. Ich möchte die Aufgabe des VIP-Machens nicht mal mehr selbst übernehmen. Ich habe dem Nils und dem Larry und dem Elrico und dem Malonchiki gesagt, das machen die jetzt in Zukunft. Ich will nichts mehr damit zu tun haben, wer Mod ist, wer VIP ist. Ich möchte live gehen und live sein und dann möchte ich offline gehen und offline sein. Ja, Max, jetzt musst du aber beim Nizi schleimen. Der hat die Macht. Dann kann ich mir denken, why, thanks. Wo ist bei Hang, weil du bei Arti gesperrt bist? Oh, jetzt will ich es auch wissen. Teile und herrsche. Wir haben für Mods und VIPs jetzt eine Casting-Couch. Ja, aber ich bin ehrlich zu euch, wenn das rote Lichtlein brennt, dann nimmt die Kamera auf. Egal, was die sagen. Wie bei den anderen Händen. Ich könnte mir wie bei dem Tampon so ein bisschen was Lilanes, Schwarzes vorstellen. Aber auf den Händen ist viel Licht. Schwierig. Früher hat es gereicht, wenn man sich beschimpfen lässt. Das trägt auch heute noch sehr viel dazu bei. Hier bin ich ganz lieb. Volane ist die allerbeste. Ja. Das, grundsätzlich banne ich ja erstmal niemanden, der irgendwo anders gebannt ist. Außer du hast irgendwas Rassistisches geschrieben. Also wenn ich jetzt rausfinde, dass du irgendwas Ultra-Rassistisches geschrieben hast, dann würde ich dich auch bannen. Ansonsten nicht, glaube ich. Graue Wand mit Schatten der Hand. Ja, weiß ich doch nicht. Das muss mal gucken. Wir lassen das so ein bisschen auf uns zukommen. Let it flow. Let it flow. Und Nilsi? Oh, nee. Puh. Ist nix, ne? Ich glaube, die Kamera hat wahrscheinlich ihren Zenit erreicht. Hier muss ein bisschen Schatten drauf. Wenn der Stream aus ist, man kann sich nicht also einstellen. Bitrate kann höher, vielleicht liegt es schon da dran. Ah, okay. Man soll den Bannheimer nehmen, wer fällt. Ja. Let it flow like you're sneezing on your period. Ich würde das gerne tweeten. Das ist eine der wenigen Dinge, die Platz auf Twitter finden sollten, wie ich finde. Ja, soll ich dann kurz ausmachen oder wie ist es? So, da ist Schatten. Willst du dann aufs Handy wechseln? Der Nils wollte was probieren. Also aufs Handy wechseln macht, glaube ich, nicht so viel Sinn, weil der Ton halt echt scheiße ist. Ihr hört dann quasi alles, was im Studio passiert. Boah, aber ich kann nicht in die Kamera gucken, ne? Ihr hört dann quasi alles, was im Studio passiert. Das könnte ultra unangenehm vom Ton her sein. Frage Frauen, die ich neu kennenlerne, immer, ob sie auch schon mal ein OB ausgenießt haben. Bisher habe ich eine weitere getroffen und fühle mich nicht mehr allein. Es kam immer, wow, ich habe mir die Hand wund gerieben an der Leinwand. Und ich dachte, ich wäre einfach nur eine Pinze heute. Crank. Nur wenn der sehr voll war, dann ist das passiert. Also...
Periode und Schnupfen halt. Naja, die Schwerkraft, ne? Ausgenießt? Ja, halt so ein bisschen rausgenießt. Jetzt nicht so, dass der wie ein Wurfgeschoss einmal durch die Hose geht und du siehst dann die Leggings so einmal nach unten bouncen oder so, sondern es flupst halt einfach so ein bisschen raus. Wow. Performance-Modus deaktiviert. Jetzt siehst du die Cam nicht mehr. Ja, das stimmt. Aber dann sehe ich ja auch nicht, was ich male. Daher kommen die Löcher in der Hose. Ja. Deswegen arbeiten wir auch so oft in der Modeindustrie. Wir werden dann einfach auf Used-Look-Jeans-Hosen gestellt. Und dann niesen wir die durch. Muss mir wohl Referenzmaterial im Internet suchen. Solltest du finden, geh mal auf www.volane.de. Ergibt Sinn, ne? Du und ihr dachtet, ihr lernt hier heute nichts. Eines meiner etwas spezielleren Hobbys, OB-Weitschuss. Nicht, dass man ein Bewerbungsgespräch erwähnen sollte. Kommt natürlich darauf an, bei wem du ein Bewerbungsgespräch hast. Ne? Wir wollen niemanden eifersüchtig machen. Das ist in Bewerbungsgesprächen immer ganz schlecht. Erneuerbare Energien. Boah. Also Kevin, ich sag dir, wie es ist. Und das klingt jetzt für manche vielleicht schwierig, aber wenn Männer einen Weg finden, irgendwie Frauen für Arbeit oder für ein gewinnbringendes Geschäft auszubeuten, dann wird auch das passieren, klar. Wir werden periodieren für erneuerbare Energien. I see it coming. Das wird schon gehen. Einfach ganz neue Fabrikarbeiter jetzt. Als Allergikerin hat man dann wohl verloren. Ja, außer du hast natürlich eine schwache Periode, ne? Dann hilft dir auch die Allergie nicht mehr. Lass fragen. Es wird dann auch einfach überall so eine kleine Pfeffernote in der Luft liegen, damit die Frauen extra niesen müssen während ihrer Periode. Nies mal, das Licht ist aus. Achso, und man kann diesen Zyklus nicht beschleunigen. Also du kannst jetzt nicht zweimal im Monat deine Periode kriegen. Ja, du, und was glaubst du, wie ich draußen meinen George Foreman Grill ankriegen soll? Ha? Hast du mal da dran gedacht? Schatz? Ich benutze ja die Diva Cup. Dinge, die so heißen, möchte ich mir gar nicht einführen, muss ich gestehen. Ich habe jedoch viele Allergien und niese viel. Die Tasse wird da manchmal zerdrückt und es läuft aus. Selber hatte ich mit Tampons. Versuch doch mal Binden. Ich benutze nur Stoffbinden, um hier einfach mal alle Zuschauer rauskraulen zu wollen. Perfekt, dann passen Sie ins Profil. Entschuldigung, könnten Sie in Millilitern grob abschätzen? Wir hätten hier einen Messbecher to go, wenn Sie einfach in 3 Wochen den mal unten halten könnten. Im Trainingslager. Ich habe gespuckt. Natürlich lässt sie das hinbekommen. Leider ist unsere Tampongruppe kleiner geworden, seitdem viele auf Periodenunterwäsche umgestiegen sind. Du, aber ich bin mir sicher, auch damit lässt sich was Tolles machen. Habe ich an starken Tagen zusätzlich. Also, ich sag dir, wie es ist, ne? Du kannst den Luis fragen. Ich konnte früher ohne Handtuch im Auto
nicht durch die Gegend fahren, wenn ich meine Periode hatte, weil es einfach zu risky war, dass ich das Auto vollblute. Und seitdem ich diese Stoppbinden habe, blute ich nicht weniger. Aber A, blutet man anders als mit einem Tampon oder einer oder so einer komischen Tasse. Und B, sind die so krank saugfähig, dass ich sogar in den ersten 2 Tagen einen kompletten Einkauf schaffe, ohne dauernd so laufen zu müssen, weil ich denke, ich habe mir gerade die Hose voll geblutet. Also von Periodenunterwäsche halte ich nicht so viel, damit komme ich nicht gut klar, aber diese Stoffbinden, die sind geil. So, jetzt sind wir aber auch, jetzt sind alle Zuschauer weg, oder? Poolpartys waren tabu. Kommt drauf an, welche Farbe das Wasser hatte. Ja, ja, ich kenne das. Ich kenne das, also wirklich. Ich kenne das. Wir sind mehr geworden. Okay, mehr Periodentalk. Alles klar. Habe ich was für euch, Freunde. Ask it einfach. Fragt die Fragen. It's me, Periodenlane. Naja, auf jeden Fall ist das mit diesen komischen Stoffbinden das erste Mal. Ja, das erste Mal, dass ich halbwegs gut durch die Welt komme, so seit einem Jahr ungefähr, benutze ich die. Was hast du gesagt? Da war eine Fliege und mein ADHS hat getriggert. Das verstehe ich. Ich finde Fliegen aber auch manchmal ultra interessant. Ich kenne das von meinem Sohn beim Hausaufgaben machen. Der macht einen da auf sehr interessante Dinge aufmerksam. So, jetzt kriegen wir aber langsam ein Problem, weil ich kann nicht weitermalen, ohne dass ich den Stream sehe. Hier muss ich nämlich Detailarbeit machen, für die ich sonst alle 20 Sekunden aufstehen müsste. Die Stückchen an Schleim, was dabei rauskommen können, sind in super seltenen Fällen als Ganzes rauskommen. Ja, das kenne ich auch. Die sind dann geformt wie die Gebärme und dann hat man eine Mini-Geburt beim Rauskriegen. So sitze ich manchmal in der Badewanne. Ist wirklich schön, wenn es dann so floppt einfach. Dann reden wir einfach. Ja, aber die Gespräche werden nicht köstlicher, ich sag's dir. Blend dein Bild auch aus, wenn es dich so stört. Das hatte der Nils ja gemacht. Aber ich muss mich malen sehen, um nicht dauernd von der Leinwand wegtreten zu müssen. Ich bin glücklich über das Thema. Ja, ich weiß gar nicht, ich kenne nicht viele Leute, die da gerne drüber reden. Oder die da einen hohen Bedarf haben. Am Steißbein, als hätte ich ein Messer im Anus. Ja, also ich habe das nicht am Steißbein, aber so am Damm. Da habe ich das und das ist auch immer richtig wild. Je größer, desto stolzer bin ich. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Boah, Gott. Das können wir nicht, das... Was machen wir denn da? So. Warte, ich muss nur die Kamera wieder anmachen, damit ich mitfilmen kann. Dann setzen wir die 2 Finger ein bisschen an. Irgendwas, wobei ich mich wenig vom Fleck bewege. Ich bin auch stolz auf dich. Oh mein Gott, können wir bitte so Fotos machen wie Männer mit den Fischen auf Tinder und wir zeigen dann einfach immer unsere Gebärmutterklumpen. Auch so. Das wäre... Männer, also ungefähr 75% aller männlichen Profile auf Tinder oder Facebook haben immer große Fische in der Hand, die sie geangelt haben. Ach so. Trends, die zu weit gehen. Ja. Wir malen jetzt noch ein bisschen und in der Viertelstunde kommt meine Tochter und dann muss ich offline gehen. Also denke, das ist dann vielleicht auch ein guter Moment, mit diesem Thema abzuschließen. Ein Angeloutfit, safe. Du kannst aber sicher sein, dass ich dann so hohe Schuhe trage, solche Boots, diese Regenstiefelchen.
Ich mag es, wie widerlich ihr seid. Das bestärkt mich ein bisschen, wie schön Twitch doch sein kann. Manchmal sucht und findet man sich hier einfach. Es wird ein Spaß auf Twitter, voll, oder? Oder direkt am See? Ja, weiß ich nicht. Ich möchte mich dann schon irgendwo gebührend präsentieren. Wo macht das denn mehr her? Kevin, ich würde da gerne deine Expertise zu Rate ziehen, falls du noch da bist. Ich sehe da irgendwie deinen Vibe. Nee, bin Gassi. Am See ist dramatischer. Das stimmt natürlich. Aber dann müssen wir das hin und her transportieren. Da sehe ich mich nicht so. Wo sollen wir die Fotos machen? Am See oder im Bad? Ist dann die Sorge, dass ein Fisch dein Highlight ist, wenn es rausploppt? Ach so, das kann natürlich sein. Nee, in dem Falle tendiere ich dann doch eher zum Bad. Möchte mich jetzt nicht mit Fischen um mein Innerstes streiten. Wobei ich jetzt auch nicht so sehr dran hänge. Eigentlich kann der Fisch's haben. Weißt du, was für eine Hauptkamera du da genau hast? Eine... Ach komm, wir lassen das mit dem Malen einfach. Wir können auch nur reden. Boah. Eine Sony Exmor R. Das ist alles, was ich da so finde. Also ich kann Ihnen noch sagen, dass die ungefähr noch 800-900 Euro kostet, wenn man die jetzt kauft. Das schränkt das vielleicht schon mal ein bisschen ein. Und... mehr Infos finde ich gerade nicht. Wie wäre es vor historischen Gebäuden? Kann ich das auch hier einfach vor der örtlichen Kirche machen? Greenscreen. Oh, ich mag, wie innovativ du bist. Finde ich gut. Kirchen sind historische Gebäude. Ja, ich dachte, er will jetzt vielleicht eher was mit mehr Tourismus. Weißt du schon, wo du Fotos machen möchtest mit großen Fischen? Wir besprechen, wie man Dating-Profile aufpeppen könnte. Und dachte, vielleicht hast du eine Idee. Nicht? Nicht. Der Yoshi möchte nicht mitmachen, ich merke das schon. Ich bin da aber auch der Falsche. Kirchen erfahren schon seit Jahren großen Tourismus. Nicht bei uns. Da will keiner in die Kirche. Ich glaube, nicht mal der Pfarrer ist gerne da. Da heute alle Kinder irgendwelche Dates haben und wir das fast größte Kind von der Schule holen müssen, kommt er mit dem kleinsten Kind gleich hierher und dann fahren wir um 13 Uhr das fast größte Kind von der Schule holen, holen das zweite Kind von der anderen Schule ab, bekochen die und nehmen drei verschiedene fremde Kinder in Empfang. Der ja. Wissen, ob ich dich wollte. Nee, das musst du nicht. Du musst Kinder rumfahren. Nee, nur weil bei mir kommt Post. Ja, nee, dass du mich irgendwo hinfahren musst, würde morgen wieder greifen. Kannst. Jetzt klaut sie noch Kinder. Die muss ich nicht klauen, die kommen einfach so hierher. Können wir bitte einen typischen Euro? Ich dachte schon so ein Babybell einfach, nur um da die Connection zu schlagen. fast größte Kind ist etwas, was mich als fast größtes Kind belasten würde, zu wissen, dass man das fast größte Kind ist. Zwischen den beiden liegen 8 Jahre, die kommen klar. 9 Jahre. Oh, Anna, da musst du selber recherchieren. Da möchte ich jetzt ungern jemanden vorschlagen müssen.
Aber ich bin echt auf dieser Tintenseite. Ich finde, über Kacke reden ist schon okay. Das könnt ihr aber am besten beim Arthur. Der Arthur redet gerne und ausschweifend über Exkremente. Den macht es ein bisschen glücklich. Mich interessiert eure Scheiße nicht. In jedem übertragenen Sinne. Sehr gut. Sehr gut. Arthurs Kacke-Gespräche sind super. Ja. Gut, Daniel, du bist jetzt leider da raus. Du kannst leider keine Kacke-Gespräche beim Arthur mehr führen. Das ist dumm für dich. Ah, mir wird so schlecht, wenn ich mich sehe. Und das erklärt so viele Dinge. Er kann sie anhören. True! Dieses Bannen auf Twitch ist ja voll für den Arsch. Du kannst zuhören. Leute, die gebannt sind, sind eigentlich nur unfreiwillige Lurker, oder? Das ist alles, glaube ich. Bannen auf Twitch einfach anders, dumm. Wäre es nicht viel sinnvoller, die Leute könnten dann nicht mehr am Stream teilnehmen? Also gar nicht, auch nicht rein, nicht lesen, nicht gucken. Nee? Eigentlich schon, ja, ne? Schützt den Chat, nicht den Streamer. Cool. Naja, Twitch macht ja sonst sehr viel für ihre Streamer. Seine. Chat lesen geht auch nicht, das weiß ich nicht. Können keinen Chat lesen? Na gut, immerhin. Dann muss ich nachher mal was testen. Bis du einen anderen Account nimmst. Cute. Cute, cute. Na gut. Wollt ihr zu einem Streamer geradet werden, der eine bessere Kamera hat? Wäre das eine Option? Okay, einer von euch wird gebannt, so wie ich das verstehe. Nein, ich bleibe hier. Na gut, nur wenn du los musst. Nee, meine Tochter kommt jetzt gleich in ein paar Minuten. Das ist eigentlich alles. Aber wir können uns ja morgen wiedersehen. Bisher gefällt mir dieses Stream-Konzept. Hakon wäre online, wenn ich das richtig sehe. Ja, dann könnt ihr ja zum Hakon gehen, wenn ihr möchtet. Nö, heute oder gar nicht. Mello, und deswegen bist du hier VIP. Übermorgen muss ich zum Arzt. Ja, und morgen? Morgen habe ich ein Meeting. Hä, kündige doch jetzt endlich mal für mich. Ah, Kevin. Ich würde das gut finden, wenn es mir nicht schon so oft passiert wäre. Ich glaube, niemand hat in seiner Karriere als Twitch-Streamer schon so oft falsche Namen eingegeben beim Raiden wie ich, sodass meine Zuschauer in aller Regelmäßigkeit auf Offline-Kanälen waren. Tja, brauchen nur etwas Geld. Könntet ihr dem Nils etwas Geld geben? Der würde gerne kündigen. Ginge das? Oh, der RGJ hat Geburtstag. Selbstverständlich raiden wir dann zu RGJ. RGJ hat Geburtstag. True. Aber der Max hat nicht viel Geld. Lass dich da nicht reinbaiten. Der will nur, dass du ihm Danke sagen musst. Der hat aber gar nicht viel Geld. Der RGJ ist offline. Was? Warum? Dann so bitte. Ihr seid schon kleine Betrüger. Also ich meine, ihr betrügt mich. Mich. Hier. Der wollte einen 12-Stunden-Stream machen, aber doch erst ab heute Mittag, oder? Das wäre beinahe passiert, ja. Maxi Calico kenne ich nicht, aber wenn du sagst, dass es da gut ist, ist Maxi Calico was macht der, die? Wir würden dich niemals betrügen. I doubt it, aber das ist okay. Ich mag euch ja ein bisschen dafür. Ein bisschen. Ein kleines bisschen.
Wir können zu Grünkohl TV. Der ist nett und spielt Fall Guys, aber ich praktisch wie hier, keine kenne ich über Paco Bubble. Ach, ist mir egal, wo ihr hinradet. Entscheidet ihr. Knobelt's aus. Ich bleibe noch 5 Minuten online und in der Zeit knobelt ihr einfach aus, wo wir hingehen. Und wenn ihr euch dann drum geprügelt habt, wo es hingeht, dann sagt Bescheid. Mir ist das Wurst. Wurst. Hab eine 6 gewürfelt. Wer hat weniger? Meine Mutter. Meine Mutter hat auf jeden Fall weniger Sex. Hoffen wir. Aber da bist du doch gesperrt, Daniel. Ich komme nur 1 Minute mit. Aus Höflichkeit aber, oder? Monseigneur Agon? Lane will nur noch live sein. Du, da kannst du auch jetzt schon zum Fabi gehen. Ich glaube, das ist okay. Das ist fast schöner als... da fehlen die Spinnenweben. Ja, ich bin ja auch noch nicht fertig. Ich glaube, das ist schöner, als wenn dann 100 Leute... Also, oder, nee, was? Wie viel sind wir? 60? Wenn dann 50 Leute mitkommen und dann nur 3 da bleiben. Geht mit, wenn ihr Lust habt, mitzukommen. Wenn du es wieder 4 Minuten hast, rufe ich eben bei Discord an. Wir testen das mit der... Ja, das können wir machen. Das ist kein Problem. Gut, dann raiden wir jetzt und ich teste mit Nilsi die Kamera. Ein Herz für mehr Livestreams. Ja, ich komme morgen wieder. Entweder mit dem Handy oder mit der Kamera, wenn die wieder geht. Tschüss, Max. So, und ihr geht zu Maxi Calico. Ich weiß nicht, wer das ist, aber die ist bestimmt nett. Oder er? Sie. Raid ist erstellt. Die Person ist bestimmt sehr nett. Tschüss. Okay, will Finger-Content. Dann bis morgen. Ich bin zu spät. Gruppenzwang. Es tut mir leid, meine Kamera funktioniert nicht richtig. Deswegen gehe ich jetzt schon. Tschüss.